Ich hatte bei Nintendo die Möglichkeit, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 anzutesten und möchte euch dies nun auch nicht mehr vorenthalten, sondern fangen wir schon direkt an mit zwei Disziplinen mit Ashley. Fangen wir mal an. Es ist Bogenschießen. Das habe ich früher tatsächlich schon gespielt und war dementsprechend sehr gespannt, wie sich das Ganze hier auf dem neuen Teil spielt. Das Ganze ist aufgenommen und nachkommentiert. Vielen Dank an Nintendo erstmal, dass das mit dem Aufnehmen geklappt hat. Das ist sehr nett. So, und der ganze Spaß war aber tatsächlich gar nicht so einfach hier. Aber mal sehen, ich darf euch um die 5 Minuten zeigen. Ich hoffe, wir kommen das einigermaßen hin. Werden wir dann schon sehen. Ich habe da eine genaue Liste, was ich zeigen darf. Gespielt habe ich aber die ganze Demo, die ich wirklich durchaus auch sehr interessant fand. Hier muss man zielen. Bam! Damit bin ich ja mal in die Mitte gegangen. Ich bin übrigens Sonic und der Kollege ist Bowser. Dies nur so aus Orientierung, damit ihr das mal Bescheid wisst. Sieht aber tatsächlich sehr, sehr schön aus. Grafisch fand ich das Spiel, muss ich sagen. Ich fand es halt wirklich toll. Hat mich ein bisschen an den Olympischen Spielen in London erinnert, so. Beziehungsweise auch ein bisschen natürlich an den View-Teil von Sommerspielen. An den hat es mich eher erinnert. Aber halt wieder an wirklich gute Teile, ne? Aber an den von View hat es mich schon sehr erinnert. Von Animationen, die im Publikum waren und so weiter. Als Edels von dem Sommerteil von der View. Ich finde aber toll, dass es tatsächlich wieder ein neuer Teil kommt. Weil die Winterspiele, da gab es da keinen einzigen Teil seitens Nintendo auf der Switch. Da kam der letzte Wii U 2000 und dann war das Sotz 2014, glaube ich, schon länger her. Und dann kam jetzt die Olympischen Sommerspiele 2016 auf der Wii U und jetzt eben hier die Switch-Version Tokio 2020, die aber eben sehr viel Spaß gemacht hat. Mein Besuch sagen, Steuerung war auch cool, mit Pro-Controller, sowohl Joy-Cons als auch Bewegungssteuerung, alles dabei. Generell, aber klar, man muss sich natürlich erstmal an den ganzen Spaß hier dran gewöhnen. Das ist klar, das geht nicht alles direkt 100%, aber es hat Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr interessant. Das ist auch eins eher von meinen Favoriten, so, ne, weil das Game war auf der Gamescom kaum besucht. Da waren kaum Leute, die da wirklich anstanden. Da verstehe ich gar nicht für so, weil ich persönlich freue mich sehr aufs Spiel. Und das erscheint ja auch irgendwann, ich glaube, so November sogar. Weiß gerade nicht den genauen Termin. Schauen wir es hinten nach, aber das war tatsächlich ist gar nicht mehr so lange, bis das Game assigned. Und das haben tatsächlich, machen wir Surfing jetzt noch so ein bisschen, würde ich sagen, aber das haben viele tatsächlich nicht auf der Kappe. Das finde ich interessant. So. Sorry, sind wann das assigned. Weil ich nämlich nicht mehr. Surfing war auch eine lustige Sache, wollte ich es unbedingt ausprobieren, weil es kann es dann auch ein bisschen damals für einen schönen Wiesheiten, Stichwort. Im Wiesbadsresort. Normal. Nee, aber das Spiel Surfen hat wirklich Spaß gemacht. Hat aber dann eher so eine Urlaubsinsel erinnert, ganz ehrlich, anstatt so Tokio. War ja okay. Fand's trotzdem lustig. Und ich glaube, es macht wirklich wieder viel Spaß. Ich meine, ich fand den Wii U Sommerteil auch sehr schön. Hab den ja auch halbert Let's Play. Ich hab nur Let's Haut gehabt, glaube ich. Den Winterteil habe ich mal Let's Play gehabt. Werde den Sommerteil aber definitiv wieder Let's Playen. So weiter sein, ganz klar. Das ist halt am 8.11. Genau, 8. November hatte ich irgendwie auch einen Kopf gehabt im Dreh. Dauert nicht mal so lang. Wie gesagt, werde ich auf jeden Fall Let's Playen. Ist gar nicht so einfach. Irgendwie gescheit auf den Wellen zu reiten, da muss man sich wirklich erstmal gewöhnen. Ne? Das ist nämlich nicht so einfach. So, jetzt wäre es ein bisschen an der Länge von Gameplay, die zeigen dürfte auch ein gleich los, aber es zeigt die eine Disziplin noch bis dann fertig. Ich denke mal, wenn wir jetzt um eine Minute überziehen, weil es von Disziplinkarte hinkommt, dann
Sollte nicht so schlimm sein, aber es will jetzt auch nicht mit der Liste Wien aufhören, das wäre ja auch bloß aus komisch. Deshalb zeigen wir jetzt die eine Liste Wien hier ist noch bis wenn fertig. Ja, war es jetzt aber dementsprechend auch ein Gleis. Es war sehr schön, das anzuspielen. Ich habe das jetzt auch noch ein paar andere Disziplinen gespielt. Ich sag euch einfach die ersten beiden, weil es am einfachsten geht. Ich darf halt leider nur 5 Minuten von den ganzen Gameplay zeigen, was ich aufnehmen durfte, was ein bisschen schade ist. Aber was soll es? Ich will mich da auch dran halten, dass wir keine Probleme bekommen. Nehmen wir das präsentieren, dieses Gameplay. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Ihr seht da vielleicht bei anderen YouTubern anderes Gameplay. Müsst aber mal die Augen offen halten. Das war's soweit damit. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zusehen von den Gameplayern. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.